Wie kommt das Böse in die Welt? Und was ist schuld an all den Krisen und Katastrophen der letzten Jahre? Sie werden es nicht glauben, es sind die Finanzmärkte. Und damit Sie und ich, weil wir ja auch Anleger und Investoren sind. Diese These wird vertreten von einem öffentlich-rechtlichen Sender, den wir auch noch bezahlen. Ich widerspreche dem heute vehement. Und ich werde in diesem Video jetzt auch sagen, warum ich sogar Spekulation mit Nahrungsmitteln und Agrarrohstoffen richtig und wichtig finde. Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Ich fange heute ausnahmsweise mal an mit einem Literaturtipp, weil die Sendung von Elke Heidenreich, die gibt es ja schon lange nicht mehr, und auch Dennis Scheck kommt ja auch nur noch so nachts ab 2 Uhr irgendwann. Darum springe ich jetzt mal in die Bresche. Meine Empfehlung: Jörg-Uwe Allwick, Berlin Palace. Kein Sachbuch, sondern Roman, spielt in Peking in einer nicht allzu fernen Zukunft, in einer Siedlung mit armen deutschen Gastarbeitern, die sich in China durchschlagen mit Arbeiten wie Autoscheiben waschen und solche Dinge. Ist originell, ist gut geschrieben, aber ich will Sie damit vor allem nochmal motivieren, dass Sie sich rechtzeitig chinesische Aktien mal anschauen, bevor sich dieser Roman bewahrheitet. Und dafür gibt es auch, und das sage ich Ihnen jetzt auch gleich, dafür gibt es auch einen neuen Zukunftsmärkte-Report von uns. Da setzen wir die beliebte Reihe fort: dividendenstarke Aktien aus China. Welche chinesischen Aktien sind noch günstig und wo gibt es da noch hohe Dividenden? Weil wenn man von den chinesischen Technologieaktien mal absieht, ist der chinesische Markt noch relativ günstig bewertet. Und die Zukunftsmärkte-Reports von uns sind gratis. Sie müssen sich da einfach nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Das eigentliche Thema heute ist aber Wut. Ich habe schon mal gesagt, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und ich rutsche unvermeidlich auch immer mehr rein in die Kohorte der wütenden weißen alten Männer. Besitzstandswahrer, Chauvinisten, die sich jedem Fortschritt verweigern und die momentan sowieso am Durchdrehen sind und um sich schlagen. Es ist völlig sinnlos, kann ich da sagen, sich dagegen zu sperren. Und ich merke ja letztlich an mir selber auch, wie die Wut langsam in mir hochsteigt. Bis jetzt war es nur so, diese Wut hat noch kein Ziel gehabt. Aber inzwischen hat sie eins. Seit letzte Woche Dienstag 21:45 Uhr. Und dieses Ziel heißt Arte. Mein Verhältnis zur Arte war schon immer gespalten. Man kann sagen, Arte ist ja so ein bisschen so ein Sender mehr oder weniger für das linksliberale Gutmenschentum. Ein Gutmensch bin ich auch. Es gibt auch auf Arte fantastische Dokumentationen. Es gibt aber auch immer wieder Beiträge, wo man sich wirklich fragt, was war das jetzt? Und vor allem, was wird damit bezweckt? Ich sehe dort wirklich immer öfter unsägliche Beiträge, die null fundiert sind, aber mit einer ganz klaren Stoßrichtung und extrem manipulativ auch. Es ging los damals mit dieser berühmten Doku über Goldman Sachs, dann das mit der heimlichen Weltherrschaft von BlackRock. Das war so dämlich, ich habe damals schon ein Video dazu gemacht. Von daher hätte ich es diesmal eigentlich auch bleiben lassen können. Aber was dann letzte Woche am Dienstag gekommen ist, das hat dann doch dem Fass mal wieder den Boden ausgeschlagen, wie man so schön sagt. Und ich kann es nicht so stehen lassen. Boom und Crash, so heißt die Dokumentation, wie Spekulation ins Chaos führt, ist auch hier auf YouTube und in der Arte Mediathek noch zu sehen. Schauen Sie mal rein, machen Sie sich selbst ein Bild natürlich. Die Grundkonstellation ist die: Vor uns steht irgendein Milchgesicht, das sich besorgt die Frage stellt, was ist eigentlich der Grund für die ganzen üblen Krisen, die wir gehabt haben die letzten Jahre? Krieg in der Ukraine, Syrienkrieg, arabischer Frühling, Flüchtlingskrise, Populismus, Brexit und so weiter. Und dann teilt er uns mit: 2 Jahre lang reiste ich an Orte, an denen die Krise sichtbar ist.
weil er natürlich die Ursache finden will. Aber mal ganz abgesehen davon, dass diese ich-zentrierten Reportagen ja auch mittlerweile irgendwie eine Unsitte sind, man kann durchaus sagen, er hätte sich die ganze zweijährige Reise auch sparen können, weil das Ergebnis sowieso schon feststand. Von vornherein wird auch gleich am Anfang gesagt, ich stellte fest, dass jede dieser Krisen durch Preiserhöhungen ausgelöst wurde. Preise für Lebensmittel, Öl, Mineralien, Rohstoffe, weil die zum Spielball der Spekulanten geworden seien. Und diese Prämisse, die wird dann auch in der ganzen Sendung kaum noch begründet oder in Frage gestellt, sondern es ist einfach so. Wir sehen in der Doku 2 Stunden lang schreckliche Bilder, wirklich schrecklich. Also Flüchtlingslager, ukrainische Dörfer, Straßenkinder in Caracas sind schlimme Schicksale, die auch niemanden kalt lassen natürlich. Und im Hintergrund haben wir dann aber immer wieder, ja, hier haben wir sie wieder, die brutalen Folgen der deregulierten Finanzmärkte. Wir sehen Mossul zum Beispiel völlig zerschossen. Uns wird gleichzeitig die Frage dann präsentiert, wie ist es möglich, dass Rohstoffspekulationen politisches Erdbeben auslöst, das so stark ist, dass es eine Stadt wie diese in Schutt und Asche legen kann? Tja, wie ist es möglich? Es ist natürlich schwer zu begründen und darum gibt es in der Doku einen Kunstgriff. Der Flügelschlag des Schmetterlings. Chaostheorie. Ganz heiße Kiste. Ein Schmetterling, der in Kalifornien mit den Flügeln schlägt, kann in China einen Hurrikan verursachen. Klingt nach modernster Wissenschaft, ist es auch. Es ist in dem Fall aber natürlich Pseudowissenschaft. Es ist schon klar, sie husten hier und in Australien stürzt ein Hochhaus ein. Kann schon sein, dass es miteinander zusammenhängt, muss aber nicht. Eigentlich ist es auch eher unwahrscheinlich. Ich würde sie jedenfalls für das eingestürzte Hochhaus nicht haftbar machen wollen. Aber so viel mal zu der ganzen Beweisführung in dieser Dokumentation. Die Anleger zocken die Rohstoffpreise hoch und die Welt versinkt im Chaos. Kaffee wird teuer und schon haben wir den islamischen Staat. Was stimmt an der ganzen Sache? Es hat vor 10 Jahren eine Rohstoffrallye gegeben. Es ist fast alles deutlich teurer geworden, gerade auch Agrarrohstoffe natürlich, also Weizen, Mais, Zucker, solche Dinge. Und für die Armen auf dieser Welt war das schlimm. Die hat es schwer getroffen. Und sowas sorgt für Not, für Unzufriedenheit, vielleicht auch zu Aufständen. Und gemacht werden diese Preise, zumindest für manche Agrarrohstoffe, jetzt überhaupt nicht für alle, aber für manche, an den Rohstoffbörsen natürlich. Die Frage ist nur, ist das jetzt alles Willkür von den Spekulanten oder liegt es auch ein bisschen an Angebot und Nachfrage? Wenn zum Beispiel 2010 in Russland die Weizenernte einbricht um 30% und wenn Russland sämtliche Weizenexporte stoppt, kann man da noch sagen, die Hedgefonds sind schuld, dass der Weizenpreis gestiegen ist. Bei so einem Ereignis, das jetzt ja auch kein Flügelschlag eines Schmetterlings mehr ist, sondern für die Märkte eher eine Hiroshima-Bombe. Aber warum schwanken die Rohstoffpreise überhaupt oft so stark? Es liegt eben auch daran, dass es ja immer um bis zum letzten Tropfen Öl und bis zum letzten Scheffel Weizen geht auf der Welt. Also wenn die Ölnachfrage jetzt am Tag 100 Millionen Barrel ist und es werden 2 Millionen zu viel produziert und das geht schnell mal, dann hat das natürlich Folgen, diese 2 Millionen Barrel jeden Tag, die lasten empfindlich auf das Marktgleichgewicht. Und umgekehrt genauso. Also die Menschen müssen immer tanken, sie müssen immer essen, aber wenn es dann knapp wird, dann gibt es eben jetzt keine 500 Bohrlöcher noch zusätzlich und 2 Millionen Hektar Ackerland, die brach liegen, die man dann ganz schnell mal anwerfen kann, damit man das ausgleicht. Sondern dann wird es eng und darum schwanken eben die Preise oft relativ stark. In der Arte-Doku, da heißt es dann aber, es gab damals eine hohe Differenz zwischen dem Marktpreis und dem eigentlichen Preis. Und das ist ja wirklich interessant. Der eigentliche Preis, das ist dann wahrscheinlich der Preis ohne Spekulation. Und ich frage mich als jemand, der ja irgendwie in der Marktwirtschaft groß geworden ist, was ist denn der eigentliche Preis?
Und warum sagen zum Beispiel Shell oder BP nicht, das mit dieser ganzen Spekulation ist uns zu blöd, wir verkaufen jetzt Öl nur noch zum eigentlichen Preis? Und warum sagt auch die BayWa jetzt zum Beispiel nicht, wir handeln Weizen jetzt auch nur noch zum eigentlichen Preis? Weil es den nicht gibt. Und wenn es ihn gäbe, dann wäre auch er abhängig von Angebot und Nachfrage und von unseren Vermutungen, was die Zukunft betrifft. Was es gibt, das sind feste Preis- und Liefervereinbarungen und diese Vereinbarungen werden zum Teil eben gehandelt an den Börsen. Der Warenterminkontrakt ist eines der ältesten Finanzinstrumente, die es gibt. Gab es in Japan schon im Mittelalter. Der Bauer sagt zum Händler, in einem halben Jahr ist Ernte und wenn die Ernte da ist, dann verkaufe ich dir 10 Sack Reis zu dem und dem Preis. Handschlag und beide Seiten haben Sicherheit. Einer von den beiden ist dann natürlich oder wahrscheinlich der Gelackmeierte, weil die Welt nach einem halben Jahr wahrscheinlich ein bisschen anders ist. Der Bauer hätte vielleicht dann teurer verkaufen können oder der Händler hätte billiger kaufen können, weiß man nicht. Aber wenn man die Abmachung hat, dann weiß zumindest jeder, woran er ist, was er leisten muss und was er dafür bekommt. Und das kann viel wert sein. Und diese Kontrakte werden heute an der Börse gehandelt. Der Preis ändert sich sekündlich, das ist richtig. Und es ist auch sehr viel Geld in den Märkten. Aber ist ja auch gut so, weil ja jedes solche Geschäft ein Risiko ist. Und weil aber viele Spekulanten da sind, die das Risiko mit übernehmen. Die wollen auch davon profitieren, das ist völlig klar. Aber es gibt eben auch eine Risikoübernahme durch den Finanzsektor, die für die Erfüllung dieser Kontrakte. Und die brauchen wir, weil die Lufthansa braucht nächstes Jahr auch wieder Sprit und Golden Toast braucht nächstes Jahr auch wieder Weizenmehl oder sowas. Und auf die Art und Weise bekommen sie es auch. Wie war denn die Welt ohne Warenterminbörsen? Nehmen wir mal Frankreich, Hungersnöte vor der Französischen Revolution. Sobald man irgendwie das Gefühl gehabt hat, die Ernte wird dieses Jahr schlecht, dann war Mehl sofort weg. Es gab keins mehr, überhaupt keins mehr. Das wurde gehortet und jeder, der welches gehabt hat, hat es auch nicht mehr rausgerückt, ob er es jetzt gebraucht hat oder nicht. Also ähnlich wie bei uns letztes Jahr mit Toilettenpapier. Der Markt war leer innerhalb kürzester Zeit und die Leute sind verhungert bei vollen Scheunen. Das ist mal Spekulation. Heute haben wir die Terminbörsen, die Preise schwanken stark, es kann auch teuer werden, es kann auch Übertreibungen geben, das kann auch bitter sein, aber wir haben eben Kontrakte und haben Lieferverpflichtungen und das ist mit ein entscheidender Grund dafür, warum wir 7 Milliarden Menschen heute halbwegs auch ernährt bekommen. Und jetzt mal ganz abgesehen davon, was wäre denn jetzt der faire Preis für Agrarrohstoffe? Als die Preise zu hoch waren, war das für viele Menschen schlimm. Danach sind die Preise aber wieder eingebrochen. Das war für viele andere Menschen schlimm. Wir haben hier ja auch schon lange die Debatte, ob die Lebensmittelpreise bei uns nicht viel zu niedrig sind, weil das ja unsere Landwirte ruiniert. Und in den armen Ländern ist das noch viel schlimmer. Wir haben in Indien Massenselbstmorde gehabt unter Landwirten die letzten Jahre. Wir haben Landflucht in Afrika, in Lateinamerika massenweise, weil die Landwirte keine Perspektiven mehr haben. Es ist also alles nicht so einfach mit dem Thema. Aber das sind natürlich Fragen, die will sich der Arte-Gutmensch nicht stellen, sondern dann hat man lieber ein klares Feindbild, nämlich den Finanzsektor. Und abgesehen davon, ich habe nicht verstanden, warum zum Beispiel Libyen ausgerechnet dann zusammengebrochen sein soll, als der Ölpreis hoch war. Da ging es Libyen nämlich super gut. Oder dass Russland die Ukraine ausgerechnet dann angegriffen hat, als der Ölpreis hoch war. Da hieß es dann, naja, weil sich Russland so einen Krieg plötzlich leisten könnte. Aber ich glaube, da unterschätzt man ganz massiv die russische Handlungsfähigkeit und man unterschätzt natürlich auch alle anderen Ursachen. So wie beim arabischen Frühling zum Beispiel auch. Und der arabische Frühling an sich war ja jetzt auch nicht unbedingt eine Katastrophe. Er ist für viele Leute katastrophal ausgegangen am Ende. Aber es war trotzdem ja unter Umständen sogar wichtig oder überfällig geradezu. Und das Beste ist dann sowieso Venezuela in der Dokumentation, das ölreichste Welt der Land.
Auch das wird ins Chaos gestürzt, weil die Händler die Ölpreise hochgetrieben haben. Beziehungsweise bei Venezuela war es natürlich genau umgekehrt. Das ist ins Chaos gestürzt, weil die Ölpreise dann wieder gefallen sind. Aber was denn jetzt? Aber ist ja auch egal. Wenn man zynisch wäre, könnte man sagen, dafür haben die Venezuelaner dann ja von den niedrigen Nahrungsmittelpreisen profitiert. Tolle Sache. Nur traurig aber war, da waren die Läden leer. Es gab nichts mehr in Venezuela. Wenn es ein Land gibt, das dem westlichen Finanzkapitalismus wirklich nicht nahesteht, dann ist es Venezuela. Aber so oder so, schuld ist auch da der Finanzkapitalismus. Schuld sind die Börsen und die Spekulanten und Venezuela ist das Opfer. Antikapitalismus, Staatskapitalismus, Verstaatlichungswahn, das ist Venezuela. Eigentlich ein Traumland für jeden Arte-Programmchef. Man könnte Venezuela glatt in Arte umbenennen. Es hat ein fantastisches Orchester, es hat ganz viele tolle junge Künstler und ansonsten liegt alles komplett am Boden. Das ist Arteland, das finden wir gut, da wollen wir auch hin, das ist unsere Agenda. Und zusammen mit Arte schaffen wir das auch. Man muss ja jetzt die Finanzmärkte nicht verherrlichen. Die Finanzmärkte sind zwiespältig, das weiß ich natürlich auch. Aber wenn man sich so ein Thema vornimmt, dann muss man sich schon ernsthaft damit auseinandersetzen und nicht versuchen, da so eine krude Weltanschauung durchzudrücken. Das wird da nämlich versucht. Es wird Ideologie verbreitet, es wird Desinformation verbreitet, es werden Feindbilder verbreitet und das ganz bewusst und manipulativ. Arte gehört zu denen, die am meisten die Nase rümpfen über Rechtspopulismus oder Populismus überhaupt, über Fake News, über Hass in sozialen Medien und so weiter. Ich kann da nur sagen, ja, woher kommt's denn? Wenn man ohne Differenzierung solche Feindbilder aufbaut, und das hat Arte jetzt nicht zum ersten Mal gemacht, und wenn man den Leuten solche Verschwörungsszenarien auftischt, wenn man ihnen sagt, so wie das in der Sendung geschehen ist, wir werden von einer kosmischen Macht beherrscht, die nur mit Menschenopfern befriedigt werden kann, dann ist doch völlig klar, was die Konsequenz ist. Die Konsequenz für den Zuschauer, wenn er das ernst nimmt, kann nur sein, Aluhut auf und Waffenlager einrichten. Und ich kann darum nur appellieren an Sie, egal wer Sie jetzt sind. Entdecken auch Sie den wütenden weißen alten Mann in sich und geigen Sie den Leuten von Arte mal ihre Meinung. Es kann nicht sein, dass ein Sender, finanziert mit unseren Gebühren auch noch, solche Machwerke in die Welt setzt und sich dann noch darstellt, als wäre er die Speerspitze der europäischen Aufklärung. Regen Sie sich da zusammen mit mir mal ordentlich auf, vielleicht hilft es ja ein bisschen was. Aber geigen Sie auch mir Ihre Meinung. Es ist ein interessantes Thema, es ist ein kontroverses Thema. Und wenn Sie mich und meinen Kanal unterstützen wollen, dann abonnieren Sie bitte meinen Kanal. Dabei auch die Glocke drücken, das ist die Benachrichtigung, wenn neue Videos da sind. Ich bin mir sicher, Sie finden hier auch immer was, das vielleicht interessant ist und das Sie woanders vielleicht auch nicht finden. Danke dafür und denken Sie auch nochmal an unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports, die Sie jetzt abonnieren können. Diesmal mit den günstig bewerteten China-Aktien. Damit wir alle auch in Zukunft noch das tun können, was wir am liebsten tun, nämlich die Welt an den Rand des Abgrunds zocken. Das machen wir. Alles Gute Ihnen, bleiben Sie gesund und Dankeschön fürs Zuschauen.